Hallo und herzlich willkommen zurück zu Artfonelico. Wir werden jetzt zur SPU gehen. Damit wir hier nicht schon wieder den ganzen Dreck mit dem Gekämpfe durchmachen müssen. Zumindest nicht in dieser Ebene. Hamburger. Haben wir ein Pika. So. Müssen wir, ich glaube, wir müssten hier lang und dann irgendwo in diesen. Genau, da rein. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die Kosmosphäre von Micha durchgerockt. Mehr oder weniger. War schon sehr, würde ich sagen, complicated auf seine Art und Weise. Es war schon tricky. Es war schon sehr tricky. So, stimmt hier rein. Aber wir haben es geschafft. Michas Kosmosphäre hat jetzt dann das nächste Mal Level 9. Es gibt insgesamt 10 Level. Ich habe noch nie erlebt, was passiert, wenn man bei einem Revitale die Level allesamt abschließt. Deswegen, ich bin selbst gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Aber wir sind ja erst in Phase 2 und wenn ich mich nicht irre, gibt es insgesamt 3 Phasen. Ja. Und ab hier müssen wir wieder kämpfen. Der FFT-Divider sollte irgendwo hier sein. Lady Shirelia, wir werden dir damit helfen. Gehen wir. Was? Wow. Lina! Lina, geht es dir gut? Du bist einfach zu rücksichtslos. Au. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Was dachtest du, was du da tust? Du hast mich halb zu Tode erschreckt. Tut mir leid. Aber ich denke, ich kann da reingehen. Was? Nein, es ist zu gefährlich. Micha, ich brauche dich, damit du mich beschützt. Hä? Huh? Ich möchte, dass du deinen besten Heil, deinen besten Healing Song singst. Leine? Mein Vater sagte, dass es unmöglich ist, den Schild auszuschalten. Aber wir können doch nicht einfach hier bleiben. Wir müssen etwas tun. Bitte, Micha. Ich vertraue dir. Deswegen bitte ich dich, das zu tun. Traust mir? Natürlich. Okay. Ich tue, was auch immer, worum auch immer du mich bittest. Ich werde für dich singen. Danke. Ich zähle auf dich. Micha, ich zähle auf dich. Lina, überanstreng dich nicht. Mir geht es gut. Micha beschützt mich. Das ist der FFT-Divider. Hey, etwas kommt. Das sind... Lina, beeil dich, komm zu Wort. Ich gehe jetzt. Lina! Mach dir keine Sorge um mich. Die Wächter kommen. Yeah.
Lassen.
sicher, was auch immer passiert, ich einfach weiter. Der ist zumindest einfach weil er bekannt als gegen den Drachen, als der Drachen nicht geht. Oder einmal drauf. Wow. Aber er war jetzt nicht so schwer. Er war nervig, ja. Aber er war nicht so schwer. Regenkristall. Leiner, geht es dir gut? Du klangst da drinnen nicht so gut. Nein. Mir geht es gut. Dank dir, Micha. Okay. Aber was war das? Gab es einen Guardian in diesem Bereich? Ich kannte diesen. Ich denke, er wird Elmar genannt. Einer von Lady Shirelias Guardians. Lady Shirelias? Dann war das ihr Werk? Elmar. Er sah aus wie der Virus, den wir zuvor bekämpft hatten. Vielleicht wurden sie nach diesen Guardians, nach diesen Wächtern nachmodelliert. Ist das nicht irgendwie ironisch? Verdammt. Mir hat sogar Lady Shirelias Wächter übernommen. Mit diesen FFT-Divider können wir Mia rausschmeißen. Alles, was wir tun müssen, ist raufklettern. Beeilen wir uns. Oh, wir sind alle wieder weit. Okay. Okay, dann geht es da raus. Ich dachte schon. Muss man hier unsere Daddy gefunden haben. さあ、行くわよ!
この歌、あなたたちに。慣れっぷ。心が近づいてる。星を見たい二幕。燃やすよ。 Oh, jetzt fängt die schon wieder damit an. Oh Mann. So, erstmal wieder mal ein bisschen alles runterballern. あらおら。星読み第2幕。星読み第3幕。おいで、アンコ。 Jo, jetzt hier nochmal draufballern. Kriegen wir da vielleicht auch mal drei. Also bei dem ganz normalen Monsterfight wäre ja auch mal Knorke. Weil je höher der Wert, desto seltener die Items. Und deine Items sind toll. Und weg war's. Great, das ist. Tut mir leid, dass ich hier wie unwissendes Hähnchen rumlaufe. Ich möchte gerne sehen, was hier noch so für Items und so verborgen liegen. Mal gucken, was ich in Micha noch installieren kann. Ich brauche mal kleine Nuki. Da sollte man kleine Nuki.
noch keine Vierer. Aber wenn wir auf die Art und Weise Low und dann muss man Level 1 nehmen, weil wenn man auf die Art und Weise das noch ein bisschen verringern kann, ist das schon sehr geil. Vor allem mit dem Mountain. Dass wir immer so viel gesammelt haben. Nochmal 10. Jetzt machen wir noch ein Venus hier. Immer nur eins machen wir hier. Aber gut, haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Herstellen, okay. Dann speichern wir mal, sicher ist sicher. Okay, guck mal, so rein. Aber da kommen wir irgendwann mal sicherlich rein. Ich hab echt keine Bomben. Wenn der Info schmilzt, kommt auf Margin oder was? Ich muss mal den Song aktivieren, um den zu wechseln.
Hey! この歌をあなたたちに。空。星読み第二幕。星読み第三幕。おいで、アンコ。星読み最終幕。心が近づいてる。あらあら、ありがとう。私も頑張る。行くよ。ああ邪魔だよ。燃やすよ。心が近づいてる。ナレスプル。あらあら、ビリビリだよ。ナレスプル。Mal sehen, ob es die jetzt platt macht. Fast wackelt Luft.Daddy gefunden haben. Ich höre die Musik auf. Leina, sind Sie selber da?この歌をあなたたちに。せい。星読み第二幕。えい。心が近づいてる。星読み第三幕。星読み最終幕。せい。心が近づいてる。これを使って。これを使って。
心が近づいてる。この歌をあなたたちに。星読み第2幕、星読み第3幕。Oh, drauf. Jack, hey. Du machst mir Angst. Zeit の無駄だね。この調子で行きましょう。Ich bin echt jetzt in diesem Spiel so weit wie noch nie. Und das nur dank euch! Nur weil ich das für euch spiele, so weit echt wie noch nie. Finde ich cool, ich finde die Story mittlerweile sehr interessant. Ich frage mich, was hat mir genau vor, was wird allgemein noch passieren? Ja. Also es gibt da gerade so viele Dinge, die ich mich hier frage. Und vor allem kann ich den Endgegner besiegen. Es gibt ein Gastgame, das habe ich schon mal durchgezockt. Das war Arno Search. Was ja ebenfalls in der Artonelico-Welt irgendwo spielt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, weit sogar noch vor Artonelico Melody of Alenia. Daher, umso finde ich das umso interessanter, jetzt wissen, was hier passiert. Melody of Metaphalica hatte ich fast durch, das ist irgendwie nicht mehr wirklich. Also Phase 3 habe ich schon wirklich gehabt, weil ich wurde dann eigentlich erst Teil 1 und dann irgendwas hat es halt sich im Sande verlaufen. Und Artonelico 3 fand ich so uninteressant, dass ich, glaube, gerade mal bis Phase 2 gekommen bin. Aber das sind auch Teile, die ich hoffentlich mit euch gemeinsam noch überstehen werde. Natürlich werde ich euch gemeinsam dann auch nochmal Arno Search spielen. Hört aber nicht so echt gut, da gibt es bis zu... Also allgemein hat Artonelico immer mehrere Enden. So. Ihre Reihe. Keine Ahnung. Muss man sich aber schon verdammt dämlichst anstellen. Und ich stelle mich immer verdammt dämlichst an. Nur um das mal jetzt hier zum Protokoll zu geben. Micha, warum singst du eigentlich nicht? Hab ich das schon wieder vergessen? この歌をあなたたちに。
グレイトだぜ。思いが通じ合った結果ね。Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass Gast die Artonellico-Teile, die alten, nicht nochmal neu auflegt, weil, ja, ich fände das cool, dann auch mit Trophäen und so. Ich bin zwar jetzt eigentlich nicht so der Trophäenhunter, aber bei Artonellico würde es mich echt reizen, vor allem, dann würde ich auch mehrere Routes durchspielen. Leina! Wir laufen jetzt bis zum nächsten Speicherpunkt, der noch enden die Session von heute. Das beende ich meine Session für heute, dann habe ich heute 4 Episoden aufgenommen. Und dann ich eine Woche ein bisschen vorne. Ich muss ja jetzt aufnehmen, während ich Urlaub habe, weil am besten, am idealsten, weißt du was? Wenn ich jetzt arbeiten müsste, da kann ich halt immer nur am Wochenende und muss dann bieten, dass mein Vorlauf reicht. So kann ich mir ein bisschen Vorlauf schaffen für die Zeit, wo ich dann wieder arbeite. Also ich habe bis nächste Woche den 5. und den 4. Bis nächste Woche den 4. kann ich noch aufnehmen. 31. kann ich nicht aufnehmen. Da brauche ich dann ein bisschen Vorlauf. Also brauche ich das dann wirklich. Und ja. Nächsten Tage wird dann auch noch ganz viel gestreamt. So, heute Abend Danganronpa. Also wenn ihr das seht, dann ist der Donnerstag schon längst vorbei. Dann ist wahrscheinlich wieder Persona dran. Aber der Plan ist Danganronpa vor allem Donnerstag. So wie es halt auch hochgeladen wird, donnerstags immer Danganronpa. Eigentlich will ich Danganronpa, Happy Trigger Havoc endlich dieses Jahr durchspielen, deswegen wird wahrscheinlich auch am 31. Danganronpa gespielt werden, bis es durch ist und dann gehen wir ins nächste Spiel. Don't forget the song. Because the song can change your life. Wenn es nach Mitte übrigens würde ich auch noch in diesem Jahr Artonellico fertig LPen. Bei dem nächsten Jahr. Dann können wir uns dann auch an den nächsten Terran wagen. Wenn ihr wollt, also lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, ob ihr auch die anderen Teile sehen wollt oder nicht. Nicht, dass ich es nicht tun würde, nur weil ihr sagt, nee, kein Bock, aber dann würde ich vielleicht dazwischen noch eine andere Serie reinschieben. Würde mir damit Artonellico ein bisschen mehr Zeit lassen. Okay, wie war das? Beim nächsten Streicherpunkt machen wir Resten erstmal. Vielleicht können wir noch
ich könnte ja mal Michas Kostüm anlegen. Möchtest du etwas Yummy Soda trinken? Soda? Klar, ich liebe Soda. Komm schon, gib her. Gut, denn dann werde ich gehen und dir etwas machen. Willst du wirklich das selber machen, Micha? Ja, natürlich. Das wird gut sein, ich verspreche es. Okay, das wird großartig. Machst du mir dann bitte eine? Klar. Ich werde einfach dies nehmen und das und jenes. Ah, ich brauche diese Materialien, um meine Soda zu machen. Ha? Das ist Supernatural Ice. Ich habe die aufgehoben. Mach dir keine Sorgen, es wird großartig. Also, warte hier, okay? Oh oh. Es ist schwer, sich keine Sorgen zu machen. Danke, dass du gewartet hast. Ich habe Capri-Soda gemacht. Es sieht gut aus. Sag mir, was du davon hältst, nachdem du sie getrunken hast. Wie hast du dieses wunderschöne blaue Getränk gemacht, indem du schwarzes Supernatural Eis gemacht hast? Warum bist du so überrascht? Trink es einfach, es ist gut. Okay, einen Moment. Trink es wie ein echter Mann. Es ist gut. Ich fühle mich so erfrischt und mein Körper fühlt sich viel leichter an. Bist du beeindruckt? Ja, es ist einfach großartig. Warum hast du das nicht eher gemacht? Eigentlich war es das erste Mal, dass ich es gemacht habe. Ich habe kein Rezept oder so benutzt. Also war ich mir nicht sicher, ob es gut wird. Ah, ich verstehe. Aber es ist ziemlich gut geworden. Ja, ich bin immer noch nicht sicher, wie diese schwarze Eiscreme blau wurde. Nun, das ist ein weiteres Supernatural Mysterium. Also sollten wir nicht darüber reden. Vielleicht sollte ich mit Micha reden. Ich habe mich wirklich verändert von damals, wenn man an Crescent Chronicle denkt. Ich bin überrascht. Oh, wieso das? Damals, ich denke, das habe ich dir schon mal gesagt, aber meine Freiheit war meine oberste Priorität. Also kam meine Freiheit an erster Stelle und mir war alles andere egal. Ehrlich gesagt, ich denke, ich war bis vor kurzem so. Jetzt denke ich viel mehr an andere Dinge. Ich bin so überrascht. Hey, Lina. Kann ich mich ein wenig dir nähern? Ja, na klar, sicher doch. Okay. Ich bin so froh, dass ich mit dir so reden kann. Wirklich? Wenn dich das glücklich macht, dann ist das kein Problem für mich. Aber wir können so viel wir reden. Wir können jederzeit so viel wir reden, wie wir wollen. Aber die anderen sind bei uns. Das hier ist anders. Was ist denn so anders? Nun, zum Beispiel, ich kann mich direkt an dich klammern. Hey, du willst dich wirklich an mir klammern? ich kann das nicht machen, wenn alle anderen in der Nähe sind. Nun, ich könnte, denke ich, aber wenn ich das tue, würden Orica und Shirelia sich gegen mich verbünden. Kommen Mädchen miteinander nicht gut klar? Natürlich tun wir das, aber was glaubst du, was passieren wird, wenn ich mich an dich hänge, so wie jetzt, als ob es ganz normal wäre? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es wird gruselig. Siehst du? Deswegen bin ich so froh, dass ich so mit dir reden kann, ohne dass jemand in unserer Nähe ist. Oh, ich verstehe. Aber bist du nicht ein bisschen zu nah? Nein. Jetzt ist der einzige Moment, wo ich dich ganz für mich allein habe. Oh. Oh, da fehlt mir noch ein Po. Ich werde diese Kosmosphäre niemals vollkriegen. Diese Gespräche. Ja. Wir haben gesagt, wir speichern. Und das war's dann für meine heutige Session. Ich danke, dass ihr dabei wart. Kommentare, bin ich gerne gesehen. Was glaubt ihr, wie es noch weitergeht? Werden wir vielleicht das gute Micha-Ende erhalten oder nicht? Und da ist die Katze, die sich ebenfalls verabschiedet. Ich danke euch, wie gesagt. Daumen nach oben oder unten freut mich sehr. Bis dahin, sage ich.
Ciao!